Folge 211 von Simotrans. Wir sind ja in unserem Kohlekraftwerk, wo wir schnell reingucken. Er hat noch 5800. Irgendwo muss unser Kohlezug unterwegs sein, der dann da anliefert. Der Michael hat ja geschrieben, ah, WASD geht nicht. Wir sind da falsch. Falltasten bzw. einen Ziffernblock nehmen. Ja, der sagte mir schon, da erst der Kohle, das Kohlekraftwerk angeliefert wird, bringt er natürlich zum Kohlekraftwerk auch erst die Kohle und nimmt dann, wenn es geht, das Salz auf. Genau so ist es. Aber jetzt ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil er ja mehr dahin bringt. Das Entscheidende, was er Michael bei mir geschrieben hat, dass wir hier irgendwie so Gleise haben, die museumszugmäßig sind, ne? 90 km/h, okay, dann sollten wir da als erstes dran arbeiten, dass wir vielleicht unsere Höchstgeschwindigkeit mal anpassen. Ja. Machen wir das doch mal. Das wird jetzt hier spannend. So geht das aber. Dass wir da unsere Gleise mal auf Vordermann bringen. Natürlich wäre es sinnig, die zu elektrifizieren. Ne? Das könnte wohl halt auch Sinn machen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier gleich so ein Ding habe, wo, ne? Ja, komm mal bis zum Ende, oder? Weiß jetzt nicht, ob das das gerade gebracht hat. Auf jeden Fall machen wir da die kleineren Schwellen, sieht man so rein, ne? Dann geht das besser mit der Geschwindigkeit. Und hier ist, glaube ich, schon schneller das Gleis liegen, ne? Kriegen wir alles hin. Dauert nur seine Zeit. Ah, toll. Dann durch den Bahnhof durch bis dahin. Und von da bis da. Da. Machen wir da auch noch weiter. Weil da fährt er ja auch noch lang. Nee, fährt er nicht mehr lang. Aber da fährt der andere lang. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier so hinkriegen auf die Schnelle. Hier ist schon neues Gleis liegend. Ja, jetzt weicht er ab, da ist auch schon neu. Da sah es auch schon noch neu aus, okay. Dann schauen wir hier rein. Ist das jetzt hier neu oder nicht? Ist nicht neu, ne? Ich dachte, dass wir jetzt gerade neu gebaut hätten. Das ist neu. Warte, hier ist ja gleich Ende, oder? Komm, dann ziehen wir das mal gerade bis zu dem Bahnhof. Das ist da erstmal egal. Ja, man sieht auch, wie der Zug jetzt hier langsam ist. Pass mal auf. Und dann kriegt er einen Stups, dass er schneller wird. Glaube ich. So, dann haben wir das auch hier.
Hier geht's weiter. Und alles wird gut, ne? So, dann haben wir die Strecke gleich fertig. Dann fährt die auch wieder schneller. So, dann können die da schneller fahren. So. Die letzten Meter sind gezählt. Ah, hier gegenüber haben wir noch gar nicht. Doch, da haben wir, aber da muss man hier abbiegen. Okay. Na komm, dann machen wir das Stück gerade auch noch mit. Okay. Das sieht alles gut aus. Das ist alles richtig. Jetzt noch dieses Stück hier zum Kohlekraftwerk. Nein, das hat er nicht genommen. So, dann haben wir das. Hier im Bahnhof können wir ja ruhig langsamer fahren wegen Sicherheit und so, ne? Alles klar. Gut, dann haben wir die Geschwindigkeit auf 160 da heraufgesetzt mit den Gleisen. Hier vielleicht noch nicht. Machen wir gerade auch noch. Ja, das sieht jetzt hier schon wieder komisch aus. Ja. Wen machen wir weg? Gute Frage. Okay, das war das Original. Und da stand ein Signal, ne? Dann machen wir da noch eins hin. Das müsste das sein. So muss es sein, ne? Ja, wird sein. Gut, okay, dann ist das geregelt. Das hatten wir. Dann war die Geschichte halt, dass er an der anderen Seite anhält. Aber er müsste ja jetzt, wenn wir dann finden, auch Salz mit aufnehmen können. Wenn welches da ist. Das ist natürlich die nächste Geschichte, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo er unterwegs ist. Ja, auch so ein Museumszug, wie Michael sagte. Hat er denn Farben drauf? Nee, noch nichts. Mal gucken, wo der gute Zug mit dem Dingens ist. Haben wir da zwei Verpackungsmittel? Hat der denn auch Verpackungsmittel, die Strecke? Altenau Stahlwerk, Altbetriebshof. Ne, das ist auch ein ganz falscher Zug. Riedenburger von dem Betriebshof. Linie GZ3 Waren. Ne, doch, sind beides. Sind zwei Züge drauf, okay. Das ist jetzt aber erstmal nicht interessant. Ich will jetzt wissen, wo der Kohlezug gerade steht. Das ist der, ne? 392 Tonnen Kohlen, ist der das? Kriegen wir nur so raus, ne? Ja, Chemiewerk ist da auch. Der bringt jetzt die Kohle da auf jeden Fall noch hin. Und der ist ja nicht voll, ne? Das wird doch dann so sein, dass die Kohle, das Kohlebergwerk, das ist es nicht, das andere ist es, dann ja kein Salz hat. Hier ist keine Kohle, hier ist kein Salz. Gut, das bedeutet, wo ist das Salz, wo bleibt das Salz? Hier sollte das ja liegen, ne, mindestens. Das ist das Salz auch. So, wer bringt das Salz denn weiter?
ist die Frage. Ne, da müssen wir nochmal hier rein. Connections und dann gucken. Stahlwerke, die diese Haltestelle einfach Maschinenbau, Stahl, Schrott. Der steht da. Jetzt lass den mal fahren. Der bringt dann das Salz auch rüber. Wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Verfolgt den mal gerade. Macht das zu. Das können wir erst auch zu machen. Wie schnell fährt der denn? 80 km/h. Okay. Jetzt sollten wir das mal umrüsten. Dann müssten wir eigentlich gucken, dass wir diese Linie hier nicht auf 110% 100% geladen stellen. Also die haben jetzt hier erstmal noch Kohle drinne. Ich habe die Vermutung, dass er schon auf dem ersten Weg ist, dass er gleich da fahren wird. Nee, doch nicht, der ist noch auf einer anderen Strecke. Glaube ich jedenfalls. Nee, da ist er. Das heißt, der fährt gleich leer da hin und her. Okay, da gibt es ein Problem. Der eine kann nicht raus, weil der andere nicht rein kann, oder wie sehe ich das? Ja, hier ist wohl gerade ein gordischer Knoten. Ja, der darf da nicht langfahren, ne? Dieses muss eine Einbahnstraße werden. Merkt er das? Das bedeutet, hier darf eigentlich keiner rausfahren. Der muss darum und darüber fahren. Sonst macht das keinen Sinn. Das bedeutet, dass da auch noch was weg kann, wenn es denn geht. Nee, ist belegt. Deswegen geht das nicht. Das bedeutet, wir müssen den Zug da gerade aufrufen. Der hat hier übrigens die Salze mit. Ein Fahrplan. Lass den Morat einmal zurückfahren. Dann fährt er da wieder rein und dann geht's wieder, ne? Durch das Signal können die jetzt nicht hier rum und dann kann das Problem mit dem Blockieren, glaube ich, nicht passieren, oder? Will ich hoffen. Der fährt zuerst raus. Warte mal. Machen wir den Fahrplan gerade bei dem auf. Weil wenn ich den Fahrplan auf habe, passiert was? Ja, genau. Er fährt nicht. Bleibt auf dem Bahnsteig, was ja schön ist, weil dann kann der Salzzug da erst vorbeifahren. Dann liefert der erst an und dann haben wir Salz für die nächste Runde, mindestens 110 Tonnen dabei. Und er muss dann die 100% hier geklaut kriegen, ne? Dann fährt er ja immer. Macht vielleicht Sinn. Okay. Danke. Sorry. Das können wir schließen. Der andere ist durch. Das können wir also auch schließen. Dann kann er wieder fahren. Der liefert jetzt das Salz da ab, habe ich gedacht. Doch, macht er. Okay, ich wollte schon gerade sagen. Und dann, da kommt noch nichts nach. Er wird jetzt verfolgt, denke ich.
Er hat noch keine Farben, weil noch keine produziert werden können. Aber er kriegt ja jetzt hier, also hier wird jetzt das Salz geholt. Dann müsste das einigermaßen mit dem Dingens auch klappen, ne? Jetzt ist die Frage. Er hat jetzt 110 Tonnen Salz geholt, das ist klar. Eigentlich könnte dieser Zug da ja definitiv stehen bleiben. Immer wenn er voll ist, darf der erst fahren. Das heißt, wir können bei dem definitiv den Fahrplan abändern dann. Weil der muss entweder Kohle hier mitnehmen oder das andere. Und dann kann er ruhig 100% haben. Würde ich sagen. Das ist hier, genau. Dann machen wir hier mal 100% raus. Und gut ist. Das sollte dann für die Zukunft dann bedeuten, er wartet da immer, bis er entweder Kohle gekriegt hat oder Salz gekriegt hat. Schauen wir mal. Der andere ist ja wieder unterwegs hier, mehr zum Salz holen. Genau, das läuft wohl. So, was haben wir hier? Stückgut, Verpackungsmittel. Okay, da gab es die ersten Verpackungsmittel, die jetzt ausgeliefert werden. Das ist auch super. Und er hier fährt jetzt hier irgendwo mitten im Land lang. Und da gibt es dann irgendwann Dingens. Der holt jetzt das Salz, das nächste. Ja, hat er und fährt auch wieder zurück. Das sind auch einige Reisen, die der dann noch machen muss. Ich glaube, wir werden den hier mal umbauen, oder? Obwohl auf der anderen Seite. Lass den erstmal fahren. Schauen wir mal in einer anderen Folge, dass wir den schicken Dampfzug da austauschen. So, der fährt jetzt zum Kohlekraftwerk natürlich, ne? Diesen Halt, den der jetzt gerade zaubert, der ist, glaube ich, so gut wie über, oder? Den hatten wir mal nur eingefügt, damit der da durchfährt. Aber das haben wir dann später auch umgebaut, ne? Ich glaube, ein Ziel hat der hier eigentlich nicht, was Sinn macht, oder? Was ist das für ein Werk? Ach doch, das ist ein Erzbergwerk. Das könnte sein, dass das doch hin und her gefahren wird. Ne, da lassen wir dann so. Der könnte da ja auch Erze kriegen. Allerdings stehen hier genügend Züge, die das auch irgendwo hinbringen. Na, egal. Er liefert jetzt erstmal nichts ab, sondern fährt die weite Reise, weil es so ein Kombizug ist. Macht es Sinn am Ende? Das ist die Frage, ne? Rentiert sich das? Gute Frage, ne? Also der hat jetzt seine Sachen abgeliefert. Wo ist das? Genau, an der Stelle. Jetzt bedeutet das, dass die Farben produzieren, oder? Nee, die haben noch kein Salz, das fehlt noch. Was hat denn der hier abgeliefert? Dann Verpackungsmittel. Ach so, dafür ist der dann unterwegs, ne? Genau, der hat die Verpackungsmittel gekriegt. Das heißt, der fährt jetzt hierhin, damit die hier produzieren können. Aber die haben keine Bretter zurzeit. Da muss also ein LKW mit Brettern kommen. Also der kommt mit den Verpackungsmitteln an, die da aber auch schon reichlich vorhanden sind. Also das ist nicht entscheidend. Der fährt da auch rein, wo er gar nicht reinfahren muss, kann da sein. Wegen Maschinenbau. Und der hatte, was haben die da noch hingebracht? Das ist die Frage, ne? Vom Chemiewerk kriegten die aber auch was anderes, kann das sein? Der Baumarkt wird ja auch vom Chemiewerk in irgendeiner Form angeliefert. Wo ist denn das? Da ist es. Baustoffler, ne, siehst du, deswegen fährt er da auch direkt hin, weil er da auch was hinkriegt. Die Farben würden auch direkt da hingeliefert wahrscheinlich. Die werden aber auch hier jetzt gerade produziert, wie wir es sehr schön sehen. Die Salze sind angekommen.
Gut. Ja, das lassen wir. Er holt wieder Salz. Die müssen mal Haushaltsgeräte produzieren. Dafür bräuchten sie noch die Bretter. Und die Bretter sind aber noch nicht unterwegs, oder wie sehe ich das? Liegen denn hier keine? Nö. Er ist wo? Okay, kurz vorm Ziel. Wie viel liegt hier an Salz? Nur die 110, okay. Das heißt, der schneller da die lange Strecke hin und her, Salz holen wie der andere die kurze Strecke. Das ist ja auch nicht so dolle, ne? Auf der anderen Seite würde er jetzt das Kohlekraftwerk dann auch bedienen können. Wie sieht's hier aus mit neuer Lieferung? Ah, das dauert nämlich nicht lange. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Er wartet jetzt auf voll. Das ist aber auch gar nicht verkehrt dann so. Dann passt es ja einigermaßen, oder? Entweder er kriegt jetzt Salz oder er kriegt gleich Kohle. Weil das Kraftwerk Neues braucht. Wie sieht's hier aus? Da fehlen immer noch die Bretter. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Ja, er ist unterwegs mit Stahl, aber das ist der zweite Zug von der Linie, der auch die Farben transportiert, beziehungsweise Verpackungsmittel. So. Das bedeutet, wenn ich das hier sehe, dass wir. Wie schnell darf man denn hier fahren? 90, der Zug kann nur 80, also ist er ausgereizt dabei. Aber macht ja trotzdem nichts, wenn wir hier gerade mal schon mal 160 legen, oder? Das funktioniert ja gut. Funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle gerade. Der Bahnhof und das hier hinter ist schon schneller, ne? Kann das sein? Hier sind schon 160er Gleise, okay. Ja, die sind schon alle gelegt. Wunderbar. Er wartet immer noch auf Erz, alles gut. Und die hier warten auf Salz. Und der hat Festmeter Holz da drauf. Und die. Das Holz ist doch hier, oder? Hier ist doch was im Argen, oder? Warte mal, die haben jetzt hier Bretter 4 von Sänger Holz. Das Baustofflager ist dann wahrscheinlich voll gelaufen. Wo ist denn das Baustofflager jetzt? Das ist doch hier nicht das Baustofflager, ne? So, das ist das. Ne, das ist das Sägewerk. Das ist das Baustofflager. Das ist voll mit Brettern, ne? Ne, ist es auch nicht. Warum fahren denn die Fahrzeuge, die LKWs da nicht hin? Das ist die Frage. Habe ich was falsch gemacht? Okay, das heißt, die Bretter werden dann noch nicht transportiert. Wenn die Bretter nicht transportiert werden, dann müssen wir uns darum kümmern, dass die da hinfahren. Ich weiß jetzt nicht, warum er hier das blockiert. Und warum fährt er überhaupt hier hin? Der bringt die Post durch die Gegend, also ist das auch Blödsinn. Hier muss es ja, müsste es ja eigentlich einen Zug geben, der dann das Holz darüber fährt, was aber nicht passiert. Die nächste Frage ist, warum stehen die hier? Baumarkt LKW. Okay, der ist ja noch nicht voll, deswegen geht da noch nichts. Der wird aber nicht voll, weil nicht geliefert wird. So, und was ist das für eine Linie hier? So, Quatsch. Linie Holz, LKW. Ach so, das kommt das Holz an und das Holz wird nach hierhin geliefert. Alles klar, das kommt vom Säge, vom Wald. Das passt ja dann schon.
Ja. Hier haben wir auch zwei, die sind nicht durch ein Schild gemacht, oder? Nein, genau, weil dann kann der da drüben trotzdem anliefern. Und jetzt gucken wir mal hier nochmal in den Laden rein und sehen dann, dass hier keine Bretter sind. Das heißt, es hapert gerade nicht hier dran, sondern irgendwo anders dran. Kommt keine Lieferung Bretter hier an. Kann das sein? Die Schiffe brauchen ewig wahrscheinlich, das darüber zu bringen. Kann das sein? Weil das war ja, der Wald war ja auf der anderen Seite von der Karte, ne? Der hat auch Nutzholz geladen, genau. Das heißt, vom Wald kommt nicht genug Holz hier rüber. Das ist das Problem. Gut, dann müssen wir uns gucken, dass wir in der nächsten Runde schauen. Da ist ein Schiff, was man so wunderbar anklickt. Das ist ein Schüttgutschiff. Das fährt nach Floto. Das ist also das nicht, was wir brauchen. Das ist das. Ja, da kommt gerade das Holz an. Da sind zwei ja drauf, okay. So, wenn wir das gerade offen hatten. Wo fährt der zweite rum? Der ist auch auf dem Weg dahin, ne? Ja. Vielleicht muss da noch einer mehr drauf. Müssten wir dann mal gerade gucken, wie es hier mit Holz aussieht in dem Hafen. Ja, Holz ist genug da, muss nur transportiert werden. Das bedeutet, wir machen das in der nächsten Folge, kümmern wir uns um das Nutzholz weiter, dass das angeliefert wird, damit Bretter gemacht werden können. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochlade. Und das nächste ist dann gerne einen Kommentar hier reinschreiben, hatte der Michael ja schon gemacht. Mir waren die anderen Dinge auch noch aufgefallen, die er reingeschrieben hat. Also, dass der Bahnhof da falsch liegt, ist aber, glaube ich, nicht so ganz relevant, weil wir die Linie eigentlich so behalten wollen. Ob das Sinn macht, ist natürlich eine andere Frage, da müsste man nochmal drüber nachdenken. Und ja, die Eisenbahnlinien ist jetzt, die Gleise sind jetzt auf 160 km/h. Wir haben natürlich jetzt nur Dieselloks und keine Elektroloks da genommen. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch ändern. Und des Weiteren, was war noch? War noch was? Ich glaube, es war nichts, was er reingeschrieben hatte. Und sonst, ne, ich glaube, das andere habe ich schon alles bedacht. Gut, okay, dann teilt das Video auch noch auf anderen Kanälen. Dann freuen sich die Menschen darüber, wenn sie Simon dran sehen können, weil das ja ein ganz cooles Wirtschaftsspiel ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.